Entfalte ein Blatt zu früh und es trocknet aus. Etua ist jung. Sie ist naiv. Sie trauert um ihre Mutter. Dieses Mädchen wird uns ruinieren. Du, Fremder! Ich erkenne dich nicht. Welcher Clan? Wie seltsam. Etua möchte, dass ich ihren Vater treffe. Was ist denn das da? Es ist das Zeichen der Sarentu. Doch die Sarentu von einst beschmutzten Ewa nicht mit dem Abfall der Himmelsmenschen. Ich kann nichts dafür. Wir wurden als Kinder geraubt. Sie haben sehr viel geraubt. Du warst lange fort. Und du bist jung. Wurde dein Geist von den Himmelsmenschen verdorben?
Oder erinnerst du dich an deinen Clan? Schuh, senk den Bogen. Scharfer Blick. Typisch Sarentu. Doch Danner ist schwer. Heimatbaum soll deine Zuflucht sein. Wir werden dich zum Leuchten bringen. Oder wenigstens deine Kleidung. Hier findest du Spuren deines Volkes. Oh, seine Geschichten fehlen mir sehr. Sie liebten die Seidenerde, die duftenden Farben, Mayantu. Gärtner, lass mich das arme Sarentu-Kind aufnehmen und unterweisen. Geh. Wir unterhalten uns später. Ich muss noch mal mit Etuas Vater sprechen. Über den Widerstand. Bald, Mayantu. Er ist unser Olo Ektan, der Clan-Anführer. Zuerst kümmern wir uns um dich. Selbst ein Angzig würde vor dir die Flucht ergreifen. An deiner Stelle würde ich die Himmelsmenschen nicht erwähnen. Sie bringen nur Ärger. Das mag Gatna nicht. Ich würde dich gerne herausputzen, wenn du mich lässt. Wir hatten schon so lange keine Sarentu mehr zu Besuch. Dein Volk war so unterhaltsam. Einmal haben sie über das seltene Paarungsritual der riesigen Sakru berichtet. Es kann wohl viele Tage dauern. Doch mehr davon später. Unser Baum kennt viele Geschichten, hat viel erlebt und deine Vorfahren willkommen geheißen. Und kein Sarentu konnte unserem Farbenspiel widerstehen. Sieh dir die Weber an. Ah, Gorano, zeig uns deine Arbeit. Prächtige Seide, nicht? Nicht mehr so robust, seit die Kinglor-Blumen geschlossen sind. Aber es gibt nichts Besseres. Stärker als Sakru-Wolle, das kann ich dir sagen. Auch wenn die Sesua damit prahlen. Goranu ist eine Meisterweberin. Sie wird dir gerne helfen. Etwas Ablenkung wäre schön. Ich arbeite schon Stunden daran und bin noch nicht zufrieden. Siehst du, wir haben Zeit für Schönheit und Kunst. Ah, apropos. Oh, ich denke, das können wir besser. Hey, Lun! Du beehrst mich also endlich mit deiner Anwesenheit? Und noch dazu mit einem Sarentu. Aufregend, nicht? Eine weitere verlorene Seele, die du durchs Leben führen kannst. Schätz dich glücklich, Sarentu. Ah, du und dein Groll. Wenn du schlau bist... Lass nicht zu, dass sie dich mit Seide und Farben einwickelt. Wir Aranahe sind Köche. Relun ist leicht reizbar, aber er ist der beste Koch und das weiß er auch. Und hier, meine Freundin, Gitangi. Nevika, nimmst du den Sarentu schon unter deine Fittiche? Wäre auch keine Schande. Sieh dir diese Kleider an. Erbärmlich. Ah, grob und stachlig, wie Einsiedlerknospen. Dir fehlt die Anmut deiner Ahnen. Sie hat den Geschmack. Grob und stachlig, so bin ich nun mal. Nun wirst du erstrahlen. Unsere Farben lassen den Regenwald erblassen. Unsere Seide ist gut, verstärkt mit Sturmbiestleder, damit du nicht gefressen wirst oder wenigstens schwer zu schlucken bist. Kann das Kind
Fährten lesen? Ich schlage mich ganz gut. Ganz gut? Was halten wir davon? Bist du damit zufrieden, Kind, oder schlägst du dich nur durch? Etu ist Jagen. Er wäre ein guter Lehrer für dich. In der Tat. Wenn du ihn findest, in der Nähe des Wassers gibt es ein Jagdlager. Etu wird dort sein. Aber störe seine Jagd nicht, das würde er dir übel nehmen. Weiter, Mayantu. Eine respektvolle Jagd zeigt Katna, dass du alte Wege gehst. Kein Grund zur Eile, mein Kind. Du kannst jetzt gehen, wenn du willst, oder bleiben und die wunderschöne Seidenernte in Ruhe genießen. Die Aranahe gönnen es dir. Du willst dich verbessern? Bleib wachsam, Kind. Sotlai, ich habe die Aranahe getroffen. Du hattest recht, aber eine war anders. Nevika. Sie glaubt, dass ich Gatna beeindrucken kann, wenn ich mein Jagdtalent beweise. Sie schicken dich jagen? Ich hätte dich lehren sollen. Schon gut. Nevika sagt, einer ihrer Jäger wird mir helfen. Etu. Sei vorsichtig. Ihnen nichts beweisen. Du bist Sarentu. Das sollte Katna anerkennen. Im Hauptquartier bist du immer willkommen. Du bist nicht allein und es gibt viel zu tun.